Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Ja, im letzten Part, da sind wir hier im Gebirge wieder angekommen. Und das Kommentar von Falk ist ja leider irgendwie verschwunden, wie einige andere Kommentare an diesem Tag oder allgemein an diesem Wochenende. Ich weiß nicht, was da schon wieder passiert ist. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt auf mich selber verlassen. Sophie steht fest und Luke ist weg, du Mistviech. So. Ah. So. Mit unserem neuen Schwert sind wir ja auch schon deutlich stärker. War denn da irgendwo was? Weil der Raum sieht irgendwie so leer aus. Und unser Gockel ist ja wieder dabei. Okay, scheint nicht zu sein. Und wo sind wir jetzt hier? Oh nee, na toll. So, da. Oh, super. Okay, gut, wenigstens haben wir unsere Leben zurückbekommen. So, du gehst jetzt auch mal hier sterben und so. Sehr schön. Das schaut aus wie ein Totenkopf und irgendwie ist diese Stelle eh verdächtig. Aber hier scheint nichts zu sein. Trotzdem ist sie verdächtig. Aber ich wüsste nicht, wo da noch was sein sollte. Gut. Hoppala. Haben wir denn schon den Schlüssel? Adlerschlüsselloch. Nein, haben wir noch nicht. Halt. So. Nein, geh weg. Ich will doch nur den Stein hier. Upsala. Upsala, wo bin ich denn jetzt? Bin ich überhaupt durch dich? Scheint nicht so, aber gut. Hoppala. Wo bin ich denn da angekommen jetzt? Oh je. Hier bin ich, glaube ich, nicht richtig, aber gut. Unser Gockel fliegt ja hinter uns her. Oh je. Und jetzt müssen wir wieder irgendwie hoch. Oh Mann. Naja, das ist halt die Seele, ne? Tollpatschig ohne Ende. So, schauen wir mal, ob wir hier lang kommen. Hier müssten wir eigentlich hochkommen. So, wir können rüberfliegen, dann müssen wir nicht immer diese dummen Items wechseln. Wow, mit einem Schlag. Wir sind so episch. Mit unserem neuen Schwert. Bam. Da waren ja die Fische. Way! Ein Herz! So. Dann begeben wir uns mal wieder nach oben. Aha, getötet. Bam! Ebenfalls getötet. Ah, so, schon sind wir wieder am Gebirge. So schnell geht das. Oh nein! Jetzt hat er mich wieder hier kaputt gemacht. Bah, ist voll böse hier. Okay. Wir müssen aber zuerst mit dem Gockel mal hier rüberfliegen. So. Geh weg. Geh weg, blöde Flamme. Hui. So. Nein. Und wir haben einen Teil der Macht. Sehr schön. So, du kommst jetzt auch her. Warum schiebe ich dann eigentlich den einen weg? Egal. Egal. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich mach's einfach. Bäm. Alle kaputt. Wie die wegfliegen. Das sieht super aus. Bäm. Okay. Und jetzt müssen wir aber doch mal tauschen. Nämlich mit den Stiefeln. Bäm. Okay. Und schon sind wir wieder oben. Oder halbwegs oben. Ganz nah oben. Wo kommen wir eigentlich jetzt da an? Da oben? Nee, nicht da. Aber, auch nicht hier. Da. Da habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Ach so, bei der Treppe hier. Oh, Götterahorn. Sehr schön. Ach so, hier kommen wir an. Ach doch, da waren wir. Hoppala. Wo sind wir hier?
Oh, hier war ich aber noch nicht, oder? Hoppala. Doch, hier war ich doch schon mal. Und jetzt? Was ist das? Okay, so, so. Hoppala. Oh. Ach so, da fällt man da raus. Okay, da waren wir da noch nicht. Oh Mann, so viel zu erkunden, ey. So viel auf einmal. Ich bin überfordert. Okay. Da muss man später wohl auch hin. Das gehen wir besser hier hin. Hier waren wir noch nicht fertig. So. Okay. Einfach die Steine mal runterwerfen. Vielleicht passiert ja dann was Gutes. Komm her, lieber Gockel. Halt. So, fliegen wir mal hier rüber. Bam. Hoppala. Komm lieber her, Gockel. Ja, komm her. Komm, schneller, 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 schneller. Bin ich jetzt richtig? Ich glaube nämlich irgendwie schon. Ja, ich bin hier richtig. Oh yeah, ich habe alleine den Weg gefunden zum Adlerschlüssel. Der Adlerschlüssel. Er gehört nun dir. Okay. Da können wir auch gleich den Rest erkunden. Bam. Okay. Und gleich mal wieder mit meinem Gockelchen hier fliegen. Unser neues Haustier. Bam. Wie lange bleibt er da? Stirbt er irgendwann? Das wäre nämlich schade. So, dann kommst du jetzt mal hier mit. Und hier. Und fliegst mich hier rüber. Hui, und dann werfe ich dich. Und dann sind wir hier und müssen nicht weiter. Oh, cool. Und jetzt flieg, flieg. Bam. Cockle Attack. Okay. Dann können wir nun hier lang gehen. Hui, und hier mal rein. Was ist denn hier los? Hallo! Hey Mann, dein Gockel fliegt ja tatsächlich. Ist dir ein Ding, dann solltest du dich mal an ihn dranhängen. Okay, ich sollte lieber rausgehen, bevor ich hier zum Hühnerschläger werde. Haha, Hühnerschläger. Okay, kommen wir denn darüber? Wie kommen wir denn da dann an? Achso, hier könnte man auch das andere Ding benutzen, ne? Wie es scheint. Egal. Ich will ja nur gucken, was hier ist. Eine Treppe. Oh Mann, das ist so viel auf einmal. Sehr schön. Oh Gott, da will ich noch gar nicht runter. Nee, 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 nee. Noch nicht. Wir müssen erst das andere erkunden und aufschließen hier. Komm, flieg, mein Gockel, flieg! Und nochmal, flieg! Yay, wenn wir schon hier Kraftarmband ausgerüstet haben. Ey, jetzt... Geht doch! Ah, schlimm! Okay, wir können auch gleich mal hier rüber gehen, wenn wir schon hier sind. Oh yeah! Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Hallo? Blödes Ding. Haha. Okay, was ist hier? Und wo kommen wir jetzt hier her? Und was ist hier? Brauche ich hier die Schaufeln? Einfach schreiben, wenn ich sie brauche. Ah, komm her. Bam. Okay. War wohl umsonst, dass wir hierher gegangen sind. Egal. Bam. Okay. Und nun müssen wir mal wieder darüber, wo wir auch aufschließen konnten. Und da können wir dann weitermachen. Also wieder schwimmen, schwimmen, schwimmen und mit unserem Gockel hier durch die Gegend laufen. Wie wir es schon die ganze Zeit machen. Bam.
Komm her, du blödes Fischi. Komm her. Ah, nein. Haha, jetzt habe ich ihn zerstört. Sehr schön. Gut. Ey, komm her. Okay, wir haben unsere Leben wieder. Sehr schön. Bam. Sehr gut. Die Feen sind immer praktisch. Das ist sehr praktisch, ja. So, wo bin ich denn hier jetzt? Bam. Okay. Nein, ich bin nicht mehr voll mit dem Leben. Aber da ist ein Teil der Macht, der eh gleich ausgeht, wenn ich die Höhle verlasse. So, scheiße, Frau Biene. Brauchen wir ihn bald nicht mehr. Haha. Haha, gut. So. Ich wusste noch, da mussten wir hier oben rüber. Da wir nicht laufen können mit Haaren über die. Ja. Okay, geht so nicht. Gut. Dann brauchen wir das da. So, und dann müssen wir mit Hani hierher. Hallo? Und da waren wir ja schon drin in dem vorderen. Ah, mein Auge juckt. Oh Gott. No! Ich hätte es wissen müssen. Hätte Fahrradkette. Okay, 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 lass mich. Ist gut, Alter. Ein Türmchen. Zumindest sieht es so aus. Okay. Bam. Blink, blink, blink. Die Augen haben geblinkt. Oh, der Turm dreht sich. Oh, da ist ja das nächste Level, wie es scheint. Okay, rein mit uns. Komm mit, Gockel. Level 7, Adlerfestung. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Und er ist draußen, oder wie? Kommt er wieder? Wenn nicht, bin ich ganz arg traurig. Na? Wenn ich jetzt meinen Gockel hier verloren habe. Okay, wir brauchen den Bumerang. Ha, Gott sei Dank. Oh, sehr schön. Und wir haben einen Schlüssel. Oh, dann kommen wir hier hoch. Aber anscheinend nicht sehr weit. Oder auch doch. Was ist jetzt da los? Kriegen wir hier einen ganz speziellen Gegenstand? Lasst mich raten. Haha, durchgeschafft. Sehr schön. Puh. Okay, wo fliegen wir da runter? Ich will es noch nicht ausprobieren. Ich will noch hier oben bleiben. Ich muss mir erstmal hier einen Überblick verschaffen. Okay, sehr schön. Was? Umgefallen? Liegen geblieben? Warum fallen die immer um? Liegen geblieben, na toll. Oh. Komm. Boah, nee. Fall doch. Oh. Sehr schön. Und du jetzt auch noch? Ja, perfekt. Und damit haben wir die Karte. Okay. Mit Start was? Oh. Okay. Gut zu wissen. Mehrere Stockwerke. Aber ich gehe jetzt hier erstmal wieder zurück. Diese Kugel, können wir die schon hochheben? Ja. Hoppala. Was können wir damit jetzt machen? Ich weiß es nicht, aber gut. Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt wissen. Gut, hier. Hier brauchen wir wieder den Bumerang. Ey, geh kaputt.
Sehr schön. Die Mumie sollte mir nicht zu nahe kommen. Okay. Sehr schön. Okay. Das ist echt, interessant. Ja, interessant trifft es, glaube ich, gut. Ein interessantes Dungeon bisher. Aber irgendwie ein bisschen arg, Och nö. Können wir die damit eigentlich verletzen? Ja. Oh, man kann sie damit töten? Oh. Wozu habe ich mir eigentlich all diese Jahre lang diese Mühen gemacht? Bomben und Pfeile zu verwenden und dann kommen diese Rabauken einfach damit an und... Oh mein Gott, wie soll ich das jetzt überleben? Diese Erkenntnis. Geh weg. Mit dem Kopf durch die Wand ist mein Motto manchmal. Aber nur manchmal. Nur manchmal. So. Hier war es, glaube ich. Die Kugel bleibt hier liegen. What? Du kannst nicht lesen, was auf der Steintafel steht, weil ein Stück fehlt. Ja, so ist das halt. Bang, bang. So, geh mal wieder runter. Ich brauche hier den Bumerang. Hoppala. Nein! Nein, 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 nein. Wow. Mein Schild gehört mir, ne? Und meine Leben auch. Wow, noch so ein Viech, das mich vergewaltigen will. Ich hasse diese Mumien. Ah, da komme ich jetzt gerade nur in eine Richtung. Wo ist denn das Ding, mit dem ich das machen kann? Hm. Oh je. Oh ne, hätte es ja sein können. Hätte ja sein können. Aber so lange komme ich nicht an diese Kiste. Und warum bleibt die dann auch hier liegen? Bleibt echt überlegen, wo es hinliegt, oder? Mit der Kugel muss ich bestimmt später noch was machen. So. Jetzt muss ich aber erstmal hier durch. Okay, wo komme ich jetzt eigentlich hier unten an? Hoppala. Jojo. Probieren wir es einfach aus. Na, ist ja egal. Okay. Gehen wir zuerst nach rechts. Oh, da ist so ein Ding. Sehr schön. Hoppala. Was ist denn das? Oh Gott. Okay. Hilfe? Na, Kirby? Nein! Ohne Mist jetzt. Ernsthaft? Kirby. Okay. Okay, okay. Ich komme nicht drauf klar, dass da gerade Kirby war. Ah, geht weg. Geh weg. Sehr schön. Ich habe einen Teil der Macht. Und hier ein nerviges Auge. Und hier komme ich nicht rein. Gut. Und jetzt ist Kirby wieder da. Oder der Kirby-Verschnitt hier. Sehr schön. Okay. Die sind normalerweise total die Schildfresser, aber hier scheint es keine Möglichkeit mehr zu geben, sein Schild wiederzubekommen. Bin mir aber nicht sicher, ob das so stimmt. Wenn ich hier Scheiße laber, sagt es mir bitte. Okay. Sehr umfangreich. Oh nein, nicht schon wieder so ein Kirby-Verschnitt. Und Gumpa! Aber den kriege ich auch so blatt. Da ist auch eine Kiste. Okay. Gut zu wissen, wo man da alles hinkommt. Aber ich gehe erstmal die Wege entlang, an die ich jetzt rankomme. Nun hast du das fehlende Teil der Steintafel. Was wohl auf der Tafel zu lesen ist? Ja, das beachten wir jetzt noch nicht. Denn darüber machen wir uns später Gedanken. Hoppala. Okay, kann ich hier rüber? Ich glaube es ja irgendwie nicht. Ah, doch. Hallo. Aha, gut, zerstört. Okay.
Komme ich jetzt hier rüber? Oder so? Bam. Krüge sind zerstört. Achso, jetzt bin ich hier. Gut zu wissen. Und jetzt bin ich hier. Aha. Aha, aha. Okay, da kommt man hier nur runter. Okay, also muss ich dieses Ding da drüben, diese Kugel dann betätigen. Oder? Ah ne, hier komme ich ja wieder hin, wo ich hin wollte. Bam. Haha, alles kaputt. Gut. Genau, da muss ich nämlich dieses hier betätigen. Damit ich weiterkomme. Jetzt komme ich aber hier nicht mehr entlang. Ist auch nicht so schlimm, dann komme ich hier entlang. Okay, Herzchen eingesammelt. Puh, das war knapp. Beinahe wäre es mir hier an andere Dinge gegangen. Egal, wir gehen erstmal hier dann hoch. Und schauen uns dann im nächsten Part erstmal die Truhe an. Mit dem Spiegelschild. Was? Und ich hab's weggedrückt. Egal, wir haben jetzt das Spiegelschild. Wir werden uns im nächsten Part sehen. Bis dann. Tschüss.